Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um ein anderes Thema als Essstörung. Ich versuche immer ein bisschen abzuwechseln mit Essstörungsvideos und Videos über andere Themen oder wo ich etwas anderes zeige. Ich würde auch gerne mal einen Vlog drehen, aber gerade ist mein Leben nicht so unglaublich spannend. Wenn ihr mal wieder Lust habt auf einen Vlog, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich habe seit Vlogmas keinen Vlog mehr gedreht. Tatsächlich krass. Ja, aber ich hätte mal wieder Bock. Wenn ihr auch Bock habt, lasst es mich wissen. In diesem Video möchte ich sprechen über die Sexualisierung von Frauen oder generell so dieses Gefüge Frauen, Männer, Sex und so weiter. Ich wollte auch noch ein Video mal drehen demnächst, wo ich generell über das Thema Sex und Sextalk spreche. Das wollte ich eigentlich schon vor 3 Jahren drehen, das Video. Ich habe auch schon eine Umfrage gemacht vor 3 Jahren in meiner Story. Das Video kommt noch. Ich weiß, man denkt sich immer, wie kann das sein, dass ich vor 3 Jahren das Video drin noch nicht getan habe. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe es auch auf dem Schirm tatsächlich. Ich glaube, ich werde aber über das Thema auch nochmal eine Umfrage machen, was ich ins Video mit aufnehmen kann. Ihr könnt gerne diese Umfrage mitmachen. Die werde ich auf Instagram machen. Ich heiße dort so. Folgt mir sehr gerne und verpasst ihr nichts mehr. Und ich habe eben euch abstimmen lassen vor kurzem, welches Thema ich im Video machen soll. Und das Thema eben Sexualisierung von Frauen und sexuelle Belästigung wurde eben auch, für dieses Thema wurde auch sehr oft abgestimmt. Und ich glaube, über sexuelle Belästigung möchte ich noch ein extra Video machen und das jetzt hier nicht so sehr vermischen. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Ich möchte einfach ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, auch Erfahrungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Video angucken würdet. Ich würde jetzt hier noch eine Triggerwarnung aussprechen, weil es natürlich schon noch irgendwie um die Sexualisierung von Frauen geht. Ich würde jetzt hier keine Sachen über sexuelle Belästigung erzählen in diesem Video, aber trotzdem wollte ich es nochmal sagen. Und jetzt legen wir mal direkt los. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben relativ viele Erfahrungen gemacht zum Thema Slut-Shaming, darüber möchte ich das letzte Mal sprechen. Generell dieses Gefüge mit Männer, Frauen und Sex, das finde ich alles sehr unausgewogen und auch sehr schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß auch, dass darüber auch schon sehr viel gesprochen wird und ich weiß auch, dass viele Menschen denken, sowas gibt es gar nicht mal so Tage, vor allem auch Männer. Aber ich glaube, die meisten Frauen wissen leider, dass es irgendwie doch noch alles sehr ungesundes Konstrukt und Verhältnis ist, das wir haben. Ich muss sagen, ich habe gerade als Jugendliche sehr, sehr krass unter Slut-Shaming gelitten. Das war für mich irgendwie auch sehr schlimm und ich bin irgendwie schon mit so einem Gedanken aufgewachsen, oder beziehungsweise als ich Jugendlicher war, habe ich das richtig verinnerlicht, so ja, ich bin ja eh eine Schlampe. Und das hat mir tatsächlich einige Sachen sogar leichter gemacht, aber andere Sachen sehr viel schwerer. Und es tut mir total leid, wenn ich sowas bei anderen jungen Mädels auch sehe. Mittlerweile habe ich da eben mein Gedenken sehr krass überarbeitet und eben denke sehr anders über diese Dinge und habe eben Dinge jetzt auch ganz anders erkannt, weil ich als erwachsene Frau jetzt einfach anders nochmal alles sehen und beurteilen kann, als damals halt, als ich 15, 16, 17 war. Aber eben auch, weil ich viel zu dem Thema auch schon gelesen und gehört habe und eben auch mir Videos angesehen habe oder eben Insta-Posts gelesen, die eben mich auch nochmal alles überdenken lassen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video mache, weil ich einfach hoffe, dass es vielleicht einem der einen oder anderen Person hilft, wenn sie dieses Video sieht, einfach nochmal Dinge zu überdenken. Ja, bei mir war das so, dass ich in der Schule eigentlich immer so einen Ruf hatte, dass ich eine Streberin bin und sehr ruhig war und so weiter. Aber so am Ende der 10. Klasse war ich dann noch in so einer Clique drin und wir haben relativ viel zusammen gemacht. Wir haben auch zusammen getrunken, da war ich so 15, 16 und eben Partys gemacht. Ich hatte dann noch irgendwas mit einem Typ aus dieser Clique am Laufen und wir hatten keinen Sex, auch nicht so ähnlich. Von Sex war das alles sehr weit entfernt, es war alles auch ganz harmlos. Aber irgendwie habe ich dadurch diesen Ruf bekommen in dieser Clique oder auch in diesem generellen Umkreis, also wirklich viele Leute haben das irgendwie dann gedacht, dass ich eine Schlampe wäre, die irgendwie mit jedem ins Bett gehen würde oder so, weil ich halt, ja, ich habe auch mit ihm was angefangen, mir da nicht so die großen Gedanken drüber gemacht, ich habe mich jetzt irgendwie gar nicht geziert oder so, weil ich, ja, ich hatte mir damals gedacht, wirklich was ganz Unschuldiges, also wirklich gar kein Ding, aber irgendwie haben dadurch sehr viele Leute gedacht, dass ich sehr leicht zu haben wäre und irgendwie eine Schlampe und so. Und es war irgendwie schlimm für mich, weil ich dann auch quasi regelrecht gemobbt wurde. Also unter anderem auch selbst von diesem Typen, der mich mit seinen Freunden darüber lustig gemacht hat, dass mich ja eh jeder kriegen kann, der mich haben will und solche Sachen. Und heutzutage bin ich eigentlich so sauer und denke mir, warum habe ich diesen Typen nicht total zur Rede gestellt? Aber anscheinend hat man es damals gemacht, um cool zu sein, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber ich habe das irgendwie auf mir sitzen lassen und da fängt schon mal das Problem an, warum habe ich das getan? Ich weiß nicht, was ich da für eine Einstellung schon hatte, dass Frauen sich sowas anscheinend gefallen lassen müssen, aber ich habe es doch gar nicht hinterfragt. Ich habe auch nicht hinterfragt, dass der Typ genauso was mit mir am Laufen hatte, wie ich mit ihm und er es dann irgendwie angefangen hat. Ich habe das einfach so hingenommen und ich war natürlich die Schlampe, aber bei ihm war es alles völlig okay. Und ich war gleich leicht zu haben und habe natürlich gleich mit jedem rumgemacht. Es war eben nicht nur dieses Clique, in der ich eben dann irgendwie geschämt wurde, dass ich auch nicht so leicht zu haben wäre. Es war auch so, dass ich auf einer ganz anderen Schule, auf der ich gar nicht war, teilweise einen unfassbar schlechten Ruf hatte, dass der ganze Jahrgang über mich abgelästert hat, Leute, die mich auch nicht kannten,
Ich habe halt ein paar Leute auf einer Party irgendwie kennengelernt und ich glaube auch auf der Party hatte ich auch mit einem von denen irgendwie was. Und dann haben die das irgendwie rumerzählt und dann sind auch Gerüchte entstanden, dass ich ja mit dem und dem geschlafen hätte, was alles gar nicht gestimmt hat. So schnell verbreiten sich auch Gerüchte mit irgendwelchem Quatsch, der gar nicht stimmt. Das ist echt sehr, sehr tragisch, dass es auch jeder dann glaubt, auch wenn man selber sagt, das war so nicht. Wenn irgendjemand das erzählt hat, habe ich teilweise auf Facebook-Nachrichten bekommen, ich habe gehört, dass mit dem und dem geschlafen, ich habe gehört, dass was mit dem und dem. Und ja, anscheinend war ich dann wieder die kleine Schlampe, die total leicht zu haben ist. Aber auch die Frage ist so, es hat keiner hinterfragt, dass diese Typen mit mir geschlafen haben oder angeblich geschlafen haben. Das war überhaupt nicht schlimm, aber ich war natürlich eine kleine Schlampe. Und das ist einfach sehr, sehr tragisch, weil das ist halt leider wirklich immer noch total aktuell, dieses Ding. Auch dieser Spruch, du sagst es eigentlich sehr gut, wie viele Leute leider heutzutage denken, wenn du einen Schlüssel hast, der in jedes Schloss passt, dann bist du irgendwie, hast du den Masterschlüssel. Aber wenn du ein Schlüsselloch hast und dass jeder Schlüssel passt, ist es ein billiges Schloss. Das finde ich einfach, ich habe gar keine Worte, um darüber zu reden, wie schlimm ich das eigentlich finde, dass Frauen für ihre Sexualität immer noch so geschämt werden. Und Männer, die mit vielen Frauen schlafen, sind richtig geile Stecher, richtige Playboys, im Schluss waren auch Fuckboys, aber ich kenne niemanden, der sich von Fuckboy wirklich beleidigt fühlt. Und Frauen sind natürlich billig, leicht zu haben und Schlampen. Es gibt auch immer noch genug Männer, die sagen, sie würden nicht mit einer Frau zusammen sein wollen, die mit so und so vielen Männern geschlafen hat. Aber Männer hinterfragt das niemand. Ich habe erst so eine Dating-Show geguckt, irgendwie auf RTL, und ja, da war eben auch, haben die Männer gesagt, wie vielen Frauen sie geschlafen haben. Und das war wirklich krass. Also, über 100 waren da teilweise dabei. Die haben mit mehreren 100 Frauen angeblich geschlafen, aber ja, da waren halt wirklich viele Typen und irgendwie der mit den wenigsten Frauen geschlafen hat, hat irgendwie mit 20 geschlafen oder so und das war dann ach so wenig. Und die anderen 50, 100, 500 und ich dachte mir nur so krass, wie ist es überhaupt organisationsmäßig möglich, mit so vielen Leuten Sex zu haben in so einem jungen Alter? Aber da hat keiner gesagt, boah, was ist das denn für einer? Nein. Aber wenn eine Frau sagen würde, sie hätte mit 500 Leuten geschlafen, ich will gar nicht wissen, welcher Shitstorm dann passieren würde. Und das ist eben so dieses Ding. Also, ich will mich da gar nicht irgendwie von befreien, wenn ich irgendwie höre, eine Frau hat mit 100 Männern geschlafen, das ist, dann denke ich schon noch, okay, krass, auf eine andere Art und Weise, als wenn ich jetzt höre, ein Mann hat mit 100 Frauen geschlafen. Irgendwie ist da immer noch wirklich dieses Denken drin, dass man bei Frauen irgendwas für eine Schlampe und Männern so, ja, egal. Aber das ist eigentlich, also ich hab das schon im ersten Moment noch, aber natürlich überdenke ich das dann und im zweiten Gedanke ist, nee, ist eigentlich Quatsch und dann verwerfe ich das auch wieder. Aber irgendwie ist es so drin. Aber das ist ja nicht von Geburt aus drin. Das ist drin, weil ich, also meine Eltern haben das bestimmt nicht so beigebracht, weil es auch durch die Gesellschaft, wenn man es irgendwie so mitbekommen hat, und das ist einfach ganz furchtbar, und deswegen rede ich eben auch drüber, damit eben auch dieser Gedanke mal hinterfragt wird. Weil ich glaube, manche hinterfragen es gar nicht, habe ich auch ganz lange nicht, aber das sollten wir mal tun. Warum müssen wir Frauen für ihre Sexualität schämen? Das Ding ist halt auch, Frauen möchten genauso gerne Sex haben wie Männer. Das trauen sich viele anscheinend nicht zu sagen. Ich tue es jetzt mal. Ja, aber ich glaube, viele Frauen halten sich da auch zurück, trauen sich nicht, ihre Sexualität auszuleben. Oder Sex haben, mit wem sie möchten, aus Angst, dass ihr Ruf kaputt geht, aus Angst, dass sie als Schlampe bezeichnet werden. Und ja, denken dann auch, sie wären eine Schlampe, wenn sie zum Beispiel mal Sex haben mit jemandem, mit dem sie nicht zusammen sind. Oder wenn sie irgendwie tatsächlich auch in Beziehungen, aber an viele Beziehungen hatten, dadurch irgendwie mit mehreren Männern Sex. Aber das ist einfach sehr, sehr traurig. Und das sollte es auf gar keinen Fall sein. Und ich finde, dass weder Männer noch Frauen, aber Männern ist es einfach nicht so ein Problem, geschämt werden sollte für die Anzahl der Sexualpartner, die sie hatten. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass eben alle bei diesem Sex einverstanden sind. Ich finde es halt auch problematisch, dass viele Frauen sich so benehmen heutzutage, als ob Sex eine Belohnung wäre. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn zum Beispiel eine Frau sagt, sie möchte Vertrauen aufbauen, bevor sie mit jemandem schlafen möchte. Das kann natürlich auch ein Mann sagen, das kann jeder sagen. Ich habe auch schon Männer kennengelernt, die das gesagt haben. Das ist auch wieder irgendwie so ein Ding, wenn Männer keinen Sex haben wollen, dann ist es irgendwie auch teilweise merkwürdig, und warum will er denn keinen Sex haben? Und die werden dann natürlich auch irgendwie geschämt, aber im Großen und Ganzen müssen wir schon sagen, dass Männer es, was diese Sache angeht, einfach sehr viel leichter haben als Frauen. Ob Männer Sex haben wollen oder nicht, ist Männern dann auch irgendwie egal. Also klar, es gibt schon auch Männer, die sagen, ja wie, du willst jetzt keinen Sex mit dir, was bist du denn für ein Schlappschwanz? Das ist irgendwie genauso schwachsinnig, wenn man sagt, dass Frauen, die gerne Sex haben, irgendwie Schlampen sind. Jeder Mensch ist da unterschiedlich, aber es ist eben auch nicht pauschal so, dass Männer lieber Sex haben als Frauen. Es gibt eben Männer, die möchten nicht so viel Sex haben oder brauchen nicht so viel Sex und Frauen, die haben sehr gerne viel Sex. Ich will nicht wissen, wie oft ich in diesem Video Sex gesagt habe, aber ihr versteht, was ich meine so. Aber wenn eine Frau zum Beispiel keinen Sex mit jemandem haben möchte oder wenn sie warten möchte oder nicht so viel Sex möchte, ist sie gleich prüde oder hält sich für was Besseres, ist langweilig, was auch immer, was natürlich auch wieder mega schade ist, weil wie gesagt, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Bedürfnis, Sex zu haben oder nicht. Und wenn jemand keinen Sex haben möchte, muss es akzeptiert werden. Aber andersrum weiß ich eben auch, dass sehr viele Frauen sich nicht trauen,
ihre Sexualität oder ihre Lust auszuleben, aus Angst dann als Schlampe beschimpft zu werden. Und ja, das ist eben auch eine begründete Angst leider. Aber ich finde, das sollte niemanden aufhalten. Ich muss sagen, ich habe irgendwie, dadurch, dass ich irgendwie wollte, ich bin ja eh eine Schlampe, ab einem bestimmten Zeitpunkt schon auch meine Sexualität sehr ausleben können. Aber immer mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, immer mit so einem Hintergefühl, so wie, ja, ich bin ja eh eine Schlampe. Und habe mich dadurch auch sehr wertlos gefühlt teilweise, mich auch teilweise so behandeln lassen, was sehr, sehr schade ist. Ich habe mich teilweise wirklich, ja, in manchen Situationen nicht gut behandelt gefühlt und dachte, ja, ist ja eh egal. Ich habe mich selber nicht mehr wirklich als wertvoll gesehen eine lange Zeit lang. Es hat mich nur daran, natürlich hat dieses Slut-Shaming, das halt wirklich dauernd um mich herum war, auch seinen Platz da eingenommen natürlich und was dazu beigetragen. Worüber ich aber eigentlich gerade sprechen wollte, viele Frauen, die mit Männern zusammenkommen, sind ja auch so wie, ja, ich möchte warten oder die irgendwie sich daten, ich möchte warten, bis Sex haben. Und wenn die warten wollen, weil sie auch Vertrauen aufbauen wollen oder sowas oder dass sie was Festes wollen, das ist völlig in Ordnung. Das ist total okay, bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich weiß halt auch, dass es Frauen gibt, die das Gefühl haben, sie dürfen nicht so schnell mit den Männern schlafen, weil die Männer dann irgendwie denken, sie wären leicht zu haben oder sonst was. Sie müssen die irgendwie zappeln lassen, obwohl sie aber eigentlich gerne mit ihnen schlafen würden. Und das ist eben etwas, was ich sehr problematisch finde, weil in dem Moment, wo Frauen Männer zappeln lassen und irgendwie warten, bis sie sich genug angestrengt haben oder sowas und Sex als Belohnung quasi benutzen, geht da auch wieder ganz viel irgendwie verloren und das ist irgendwie schon dann ein ganz falsches Bild, das man darauf nicht haben sollte. Sex ist keine Belohnung. Wenn du was richtig machst, muss ich dich belohnen, indem ich mit dir Sex habe. Ich habe mit dir Sex, weil ich mit dir Sex haben möchte oder eben nicht. Ich würde meinen Freund niemals belohnen oder bestrafen mit Sex oder Sexentzug. Das ist für mich völliger Quatsch. Wenn ich gerne mit ihm schlafen möchte, dann tue ich es. Und wenn ich es nicht möchte, mache ich es nicht. Natürlich geht es für beide Parteien. Ich finde, ob mit einem Menschen Sex hat oder nicht, egal ob es in einer Beziehung oder nicht, sollte nur davon abhängen, ob beide Lust haben. Wenn beide Lust haben und beide Ja dazu gesagt haben, habt Spaß. Aber wenn einer von beiden es nicht möchte, macht es nicht. Aber was gar keinen Sinn macht, ist es eigentlich zu wollen, aber wenn man irgendwie Sex als Belohnung aufheben will, es nicht zu tun oder weil man irgendwie nicht als Schlampe dastehen will. Das ist echt ein Problem. Und ich finde eben, es sollte normal sein, dass wir Frauen unser Sexleben genauso ausleben können wie auch Männer. Ich meine, es gibt natürlich auch Frauen, die eigentlich an sich Lust hätten auf Sex, aber einfach nicht so gerne mit ihren Partnern zum Beispiel schlafen oder eben generell nicht so gerne Sex haben, weil einfach Männer auch sehr egoistisch sind oft im Bett. Darüber kann ich auch gerne nochmal sprechen in einem Sex-Talk-Video gerne. Aber es ist schon so, dass auch teilweise Männer einfach nur an sich denken beim Sex. Natürlich gibt es auch umgekehrt, aber ja, ich weiß halt, dass viele Männer so sehen, dass die Frauen sie dann damit quasi belohnen, dass sie dann ihren Spaß haben. Und um den Spaß von der Frau wird sich dann nicht mehr so viel gekümmert, weil Frauen ja angeblich eh nicht so viel Spaß beim Sex haben und eh nicht so gerne Sex haben und eh Sex nicht brauchen, sondern nur Männer zu lieben Sex haben. Das ist eben totaler Quatsch. Kein Mensch sollte seines Partners zuliebe Sex haben, sondern nur, weil man es eben selber möchte. Ich glaube, wenn Frauen mit Sex so umgehen, als wäre es eine Belohnung, kommt eben dadurch auch viel schneller dieser Glaubenssatz, dass Männer wie glauben, wenn sie sich so und so verhalten, hätten sie Anspruch auf Sex, weil der ja quasi eine Belohnung ist. Und dann haben Frauen irgendwie nur noch Sex, weil der Mann irgendwie nett war oder weil jetzt wieder Sonntag ist oder whatever. Und da geht es überhaupt nicht mehr um Lust oder wenn man was möchte, sondern einfach nur noch darum, dass man es dem Partner zuliebe macht oder als Belohnung oder whatever. Und das finde ich einfach sehr, sehr schlimm, weil das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Sex kann was sehr Schönes sein, aber nur, wenn man es auch wirklich möchte. Allerdings sollte man sich auch nicht verkneifen müssen, obwohl man es möchte, wenn man Angst hat, schlecht behandelt zu werden. Weil ich kenne keinen Mann, der sagt, er würde gerne seine Sexualität mehr ausleben, aber er macht es nicht, weil er Angst hat, dass irgendwie sein Ruf kaputt geht oder was seine Freunde von ihm denken. Sowas, solche Gedanken, solche Sorgen haben nur Frauen. Teilweise werden Frauen nicht nur beleidigt, sondern teilweise wird auch Frauen Gewalt angedroht. Dafür, dass sie ja so eine Schlampe sind. Und so oft ja auch, ohne dass sie irgendwie Hand und Fuß hat. Also ich weiß nicht, was schon für Gerüchte über mich im Umlauf waren, mit wem ich geschlafen hätte, was völliger Bullshit war leider, wirklich. Also die Gerüchte verbreiten sich so schnell und der Frau wird dann meistens halt nicht geglaubt. Wenn irgendjemand irgendwas verbreitet, dann ist es so und daran kann man auch nichts mehr rütteln, egal wie oft man sagt, dass es nicht so war. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Durch dieses Belohnungsprinzip oder ein Mann muss sich den Sex erst verdienen, kommt es aber auch irgendwie dazu, dass Männer eben auch glauben, sie hätten Anspruch auf Sex und dadurch eben auch Frauen immer stärker sexualisieren. Auch durch dieses, ja, ich muss sie irgendwie erobern, weil sie wird ja eh am Anfang Nein sagen, weil Frauen haben ja nicht so gerne Sex und sind ja da auch nicht so. Und wenn es eine gute Frau ist, sagt sie auch Nein, weil wer eine diese direkt Ja sagt, ist ja eh eine Schlampe. Und dann muss ich sie irgendwie erst erobern, indem ich sie die ganze Zeit belästige, auf sie einlabere und sie einfach nicht in Ruhe lasse. Und das ist eben auch wieder so ein Problem.
wenn Frauen aus Prinzip immer Nein sagen müssen. Weil selbst wenn sie Lust haben, sie dann eine Schlampe werden, wenn sie Ja sagen müsste. Denken Typen, es ist okay, wenn sie eine Frau unglaublich doll nerven. Ja, Baby, bla bla bla, was ist denn jetzt? Und soll ich dir erst einen Drink ausgeben? Und sie sagt Nein, er kommt immer wieder und wieder und wieder, weil er muss nur hartnäckig sein, sich den Sex zu verdienen. Das ist ein Riesenproblem, weil das ist sexuelle Belästigung. Nein heißt Nein. Das haben sehr viele Leute nicht verstanden, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann nicht mehr erzählen, wie oft mir das schon passiert ist, dass Leute ein Nein nicht verstanden haben. Anscheinend ist ein Nein sehr undeutlich für viele Männer. Wie gesagt, natürlich kann es auch genauso gut sein, dass Männer Nein zu Frauen sagen, sie es nicht akzeptieren. Aber ich spreche jetzt auch mal von meiner Sichtweise. Ich weiß natürlich auch, dass nicht alle Männer so sind, auf gar keinen Fall. Ich will hier auch nicht sagen, Frauen sind alle Opfer und Männer sind alle Schweine, das ist auf gar keinen Fall. Aber es ist eben einfach leider so, dass sehr oft Frauen in der Situation, in der sie von Männern belästigt werden und eben oft auch Frauen Männern körperlich unterlegen sind. Und ja, Frauen haben eben sehr häufig doch auch Angst, wenn sie alleine abends aus dem Club zum Beispiel nach Hause gehen. Und das ist eben bei Frauen sehr viel stärker vertreten. Deswegen spreche ich so. Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass Männer nicht belästigt werden können oder dass alle Männer Schweine sind. Das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Aber es ist eben ein großes Problem, weil wie gesagt, ich habe schon als 14-Jährige so krass erlebt, dass Männer ein Nein nicht akzeptiert haben. Es war wirklich, ja, es ist das Schlimmste, finde ich einfach, dass es für mich normal war so schnell. Ich habe es auch einfach ganz so angenommen. Klar, Männer belästigen mich und wenn ich Nein sage, reicht es nicht. Ich muss immer wieder Nein sagen und das ist halt traurig. Und das dürfte einfach auch nicht normal sein, finde ich. Und was ich auch ein Riesenproblem finde, ist, ja, wie generell dieses Denken mittlerweile so, es ist so normalisiert worden, dass Frauen belästigt werden. Es ist aber nicht normal. Es ist auch nicht normal, dass Männer Frauen uns hinterher rufen auf der Straße. Das ist nicht normal. Ich glaube, viele Männer können sich nicht vorstellen, wie viele Situationen Frauen eben Angst haben, die so sind. Eben, wenn ein Mann irgendwas hinterherruft, wenn sie nachts nach Hause geht und zum Beispiel hinter ihren Mann läuft. Wie viele Frauen haben sowas schon erlebt? Oder eben auch Männer, die einfach ein Nein nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, ich kenne keine Frau, die das noch nicht erlebt hat. Und viele Männer sind sich dem gar nicht so bewusst, aber es ist eben ein Riesenproblem. Belästigung ist ein Riesenproblem. Aber was eben auch ein Ding ist, ist, ja, ich ziehe mich gerne freizügig an. Ich ziehe zum Beispiel gerne sehr kurze Röcke an oder ich mache tiefe Ausschnitte. Ich fühle mich damit einfach selber wohl. Es ist ja einfach so, es war schon immer so und ich mochte schon, mich sexy anzuziehen, aber für mich einfach und nicht, damit die Leute mich irgendwie angaffen oder anmachen. Natürlich habe ich es in meinem Leben schon oft erlebt, genauso wie auch jede Frau, die sich einen Rollkragenpullover anzieht, dass ich belästigt wurde, mit hergerufen wurde. Ich habe natürlich auch schon erlebt, dass ich angetatscht wurde gegen meinen Willen, was eben auch so ein Ding ist. Ich kenne wenig Männer, die sich darüber beschweren, dass sie von Frauen angetatscht wurden in der Öffentlichkeit. Aber ich kenne fast keine Frau, die es noch nicht erlebt hat. Das ist eben auch wieder ein Riesenproblem. Es wird so sehr normalisiert. Man geht davon aus, dass es völlig normal ist. Und man denkt schon, ach, das war ja kein Ding, es war ja nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Denn mein Körper gehört mir und ich entscheide, wer ihn anfassen darf. Aber das ist irgendwie, es ist einfach so normalisiert leider. Und das ist einfach irgendwie so schrecklich. Frauen werden so als, ja, als Wildfleisch gesehen, dass man auch mal antatschen darf. Und das ist eben genau das Problem. Ich glaube eben, dass das durch dieses ganze, ja, Männer müssen sich den Sex erst verdienen, noch ein bisschen verstärkt wird. Dass Männer glauben, wenn sie nur hartnäckig genug sind, dass sie sich dann den Sex verdienen. Aber Newsflash, ich habe noch nie gehört, dass ein Mann bei einer Frau richtig hartnäckig war, sie betatscht hat und ihr Nein nicht akzeptiert wurde. Sie hat immer gesagt, ja, okay, du hast mich jetzt 27 Mal gefragt, ob ich mit dir einen Drink nehmen möchte. Ja, lass uns zusammen Sex auf der Toilette haben. Das existierte nicht. Das ist noch nie passiert. Noch nie. Mit Hartnäckigkeit hat man noch nie eine Frau gefügig gemacht. Wenn sie Nein sagt, meint sie Nein. Aber dass Frauen eben oft das Gefühl haben, dass sie ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, macht das alles eben nur noch schlimmer. Und dass Männer eben auch immer denken, Frauen, die gerne Sex haben, weil sie ja eh schlampen und dann irgendwie hinter Frauen her sind, die Nein sagen, weil es irgendwie ihr Jagdinstinkt ist oder so. Ganz schrecklich. Männer sind keine wilden Tiere. Die können sich auch zusammenreißen. Und es gibt Frauen, die gerne Sex haben und die auch gerne unverbindlichen Sex haben wollen. Und die auch danach suchen. Man muss sie halt auch nur suchen. Und wenn sich zwei finden, die das Gleiche wollen, ist das wunderbar. Aber ja, wenn sie eben nicht das Gleiche will, dann lass sie halt einfach mal in Ruhe. Aber ich glaube auch, dass es den Frauen leichter gemacht werden würde, einfach auch außerdem, was sie möchten, eben zum Beispiel auch unverbindlicher Sex, wenn dieses Slut-Shaming nicht so krass wäre. Und das ist es leider wirklich, auch wenn es vielleicht vielen gar nicht mehr so bewusst ist. Ich meine, wie gesagt, ich habe das noch vor 5, 6, 7 Jahren total doll erlebt. Und vor allem sehe ich es dann auch immer wieder, dass da eben Jugendliche betroffen sind. Wirklich junge Frauen, junge Mädels, die teilweise eben auch geschämt werden, obwohl sie nichts getan haben, von sie vielleicht noch vor ihrem allerersten Mal das Gefühl schon haben, wenn sie Sex haben, sind sie billige Schlampen und werden dafür gemobbt. Das sollte auf gar keinen Fall irgendeine junge Frau verinnerlichen, irgendein Mädchen denken. Denn da geht es schon mal ganz krank los und dann hat man schon mal ein völlig geschütztes Gefühl zu seinem Körper und seiner Sexualität. War ich gerade da, dass ich mich eben schon immer gerne
freizügiger angezogen habe und eben auch schon immer mochte, Ausschnitte zu tragen. Und ich finde das einfach ganz, ganz schlimm, dass zum Beispiel meine Freundin sowas zu mir sagt, dann, wenn ich immer ein neues Kleid zeige, kurz ist so, ja, das darfst du aber nicht nachts tragen, wenn du nach Hause läufst vom Club oder von der Bar. Und meine Mutter sowas sagt wie, pass auf, wenn du so rausgehst. Irgendwie die Männer, die denken dann das und das oder, ja, du weißt ja, wie manche Männer sind. Meine Mutter, meine beste Freundin, Frauen in meinem Umfeld warnen mich, wenn ich kurze Kleider oder kurze Röcke oder tiefe Ausschnitte trage. Machen sich teilweise Gedanken, dass ich so nicht alleine draußen rumlaufen darf. Und ich wäre jetzt durch den ganz normalen Klamotten irgendwie. Also einfach Sachen, Sommerkleidchen, die man ganz normal Läden kaufen kann. Jetzt nicht irgendwie krasse Reißwäsche, aber selbst wenn ich nackt rausgehen würde, es rechtfertigt nicht, dass ich belästigt werde. Das ist eben genau das Problem, dass wir Frauen so krass verinnerlicht haben, dass es gerechtfertigt oder in Ordnung wäre oder normal halt, belästigt zu werden, wenn wir irgendwie sexy gekleidet sind, dass wir einander davor warnen oder sogar sagen, mach es nicht, uns das davon abraten oder sogar so, geh wie, das darfst du aber nicht machen. Und das halt als erwachsene Frau so. Also keiner will mir verbieten, was anzuziehen. So ist es jetzt nicht, aber ich habe schon oft gehört, das sollst du wirklich nicht tun, lass es mal lieber sein, das darfst du aber nicht mit nach Hause gehen und solche Sachen halt, weil sich eben Leute in meinem Umfeld auch Sorgen um mich machen. Ich sehe das jetzt auch gar nicht unbedingt negativ, sondern ich weiß, sie wollen mir damit nur helfen, aber da bin ich ganz so allergisch. Aber wenn ich mich sexy anziehen will, dann sollte ich das dürfen. Ich bin nicht das Problem, wenn ich belästigt werde. Solche Gedanken führen dazu, dass man dann eben denkt, oder auch solche Sätze, dass man dann denkt, ja okay, wenn ich so einen kurzen Rock anhatte, ich wurde ja gewarnt, wenn ich dann belästigt werde, bin ich halt selber schuld, weil ich hatte ja so einen sexy Rock an, dann muss ich mich auch nicht wundern. Aber genau das ist der Punkt. Ich muss mich nicht zuhüllen, um irgendwie nicht sexuell belästigt zu werden. Das ist Quatsch. Es ist ja auch nicht so, dass Frauen, die irgendwie Rollkragenpullover und Jeans tragen, nicht belästigt werden. Frauen, die normal oder sehr doll angezogen sind, werden genauso belästigt wie Frauen, die freizügig rumlaufen. Und das ist eben auch genau das Problem so. Es ist egal, wie eine Frau rumläuft, sie wird belästigt. Und das ist ein Riesenproblem. Aber jetzt abgesehen davon, selbst wenn es nicht so wäre, wenn ich belästigt werde, sind Leute schuld, die mich belästigen und nicht ich. Die sind das Problem, nicht mein kurzer Rock. Und genau das ist eben das Problem. Da war ich eben schon immer sehr allergisch gegen, wenn man mir das Gefühl geben wollte, du darfst du nicht rausgehen, weil dann wirst du belästigt. Quasi, wenn du so belästigt wirst, bist du ja selber schuld. Kein Wunder, wenn du so ein kurzes Kleid und so einen tiefen Ausschnitt. Und das ist eben genau das Ding. Ich muss mich nicht anpassen an Leute, die mich belästigen wollen. Die Leute, die mich belästigen wollen, müssen mit der Scheiße aufhören. Das ist eben genau das Ding. Ich möchte nicht, dass man sich als Frau einschränken muss in dem, was man anzieht oder wann man wo was trägt, aus Angst belästigt zu werden, weil das Normalität ist. Es ist leider zum Teil so, aber es sollte niemals Normalität sein. Ich möchte mir das nicht nehmen lassen, anzuziehen, was ich möchte. Aber wie gesagt, es wird uns natürlich Leute sowieso nicht interessieren, ob ich eine Jeans anhabe oder einen kurzen Rock. Klar kann sein, dass man einen kurzen Rock schneller mal belästigt wird, aber im Großen und Ganzen, was ich mitbekommen habe, macht das echt keinen Unterschied. Aber darum soll es eben auch nicht gehen. Es soll eben darum gehen, dass es niemals normal sein darf, belästigt zu werden. Ich meine, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Frau einen Kerl irgendwie mit einer kurzen Hose oder mit einer Engelsgeschichte geschrieben hat: Oh, geiler Arsch! Noch nie. Aber wie oft habe ich es schon mitbekommen, dass Kerle eklige Bemerkungen über Frauen gemacht haben? Auch in der Öffentlichkeit, auf der Straße, Leute, mit denen sie gar nichts zu tun hatten. Und das ist nämlich das Problem. Frauen werden viel eher sexualisiert. Ein Mann, der ein Bild irgendwie mit einer Badehose postet, schreibt keiner irgendwelche ekligen Sachen drunter oder sowas wie: Oh, du bist so ein Fuckboy, wie kannst du dich denn so zeigen oder so. Aber wenn eine Frau mit einem Bikini hochlädt, ist sie gleich eine Schlampe oder bekommt irgendwie Dickpics geschickt. Frauen dürfen nicht so krass sexualisiert werden. Das sind auch irgendwie zwei unterschiedliche Themen hier gerade. Dieses Slut-Shaming und Sexualisieren, was aber für mich auch irgendwie sehr nah zusammenspielt. Denn Frauen werden einfach, was diese ganze Sexualität-Thema angeht, so anders gesehen als Männer. Das ist ein Riesenproblem. Das ist einfach nicht Gleichberechtigung und das sollte es einfach viel stärker geben. Es sollte nicht normal sein, dass Frauen belästigt werden. Frauen sollten nicht aufpassen müssen, was sie anziehen und wie sie sich zeigen, weil sie sonst entweder Schlampen sind oder es ja provoziert haben, belästigt zu werden. Das darf so nicht sein. Und indem ich quasi sage, ja, ich kann diesen kurzen Rock nicht anziehen, weil sonst provoziere ich es ja, belästigt zu werden, rechtfertige ich irgendwo, belästigt zu werden, also damit beschuldige mich dir quasi selber, dass ich ja selber schuld bin, weil ich mich so anziehe. Aber das bin ich niemals. Frauen sind niemals schuld, wenn sie belästigt werden. Ich könnte splitterfasernackt rumlaufen und es würde immer noch rechtfertigen, dass ich irgendwie begrapscht oder blöd angemacht werde. Ich habe noch nie den Satz gehört zu einem Mann: Ja, du provozierst es ja, dass die Frauen dich belästigen. Oder musst du dich auch nicht wundern, wenn du so eine kurze Hose trägst oder oberkörperfrei rumläufst. Es gibt auch Männer, die laufen im Sommer oberkörperfrei durch die Straßen. Das ist dann okay, aber wenn eine Frau einen tiefen Ausschnitt oder was bauchfrei ist, dann so: Oh ja, wenn du so rum bist, musst du dich auch nicht wundern. Das ist eben genau das Problem. Einfach mal auch gegenüberstellen. Würdet ihr so auch mit einem Mann reden, solche Sachen auch zu einem Mann sagen? Männer sind keine wilden Tiere, die sich nicht beherrschen können. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht für alle Männer bei einem Kamm scheren, wirklich null, das ist gar nicht meine Intention.
Aber ich möchte aber auch mal, dass es auch mal hinterfragt wird, gerade von Frauen, dieses Denken so, ich darf diesen kurzen Rock jetzt nicht anziehen. Es ist leider so, dass viele Frauen Angst haben, wenn sie einen kurzen Rock tragen und dass sie mit einem Partyoutfit noch unterwegs sind. Aber genau das ist eben das Problem. Und hinterfragen, warum haben wir Angst? Wir sind nicht schuld daran, wir belästigt werden, sondern die Belästiger. Ja, und genauso sollte eben jede Frau zu jeder Zeit ihre Sexualität völlig ausleben dürfen. Das sind eben Sachen, die mir sehr wichtig sind und die ich hier vor allem den Frauen, auch jüngeren Frauen, auf den Weg geben möchte. Aber natürlich auch mal die Männer zum Nachdenken anregen, die dieses Video gesehen haben. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Video auch angreifbar mache. Ich habe auch schon hier auf YouTube Kommentare bekommen, dass ich eine kleine Schlampe bin, die einfach nur ihre Beine für jeden breit macht in einem Video, wo es auch überhaupt gar nicht wirklich darum ging, sondern ich habe Slutshaming. Ich verlinke das Video in meiner Infobox. Traurig leider, so ist es eben. Wie gesagt, ich mache mich da jetzt auch angreifbar, aber das ist mir eigentlich auch egal, weil bei solchen Sachen, ich bin so abgehärtet mittlerweile. Es ist halt leider für mich normal geworden. Sollte es aber niemals sein. Und das möchte ich auf jeden Fall mal auf den Weg geben, als kleinen Denkanstoß. Ich werde mit diesem Video jetzt nicht die Welt verändern können, das weiß ich auch, aber wie gesagt, ich möchte, dass sich hier Frauen unterstützt fühlen und supported und eben auch mal da fragen, ist es wirklich normal oder nicht, weil leider ist es für uns, für die meisten Frauen normal, aber das sollte es eben niemals werden. Ja, und ihr seid auch niemals schuld. Lasst euch niemals ein schlechtes Gewissen dafür einreden oder irgendwie euren Selbstwert irgendwie beeinflussen davon oder euch das Gefühl geben lassen, ihr seid weniger wert, nur weil ihr entweder gerne eure Sexualität ausleben möchtet und vielleicht One-Night-Stands habt oder viel Sex, aber genauso wenig, weil ihr zum Beispiel keinen Sex haben wollt, weil ihr lieber warten wollt, weil ihr einfach auch vielleicht mit jemandem etwas nicht anfangen wollt oder sowas. Es gibt ja auch Typen, die dann sofort so reagieren, wenn man was von ihnen nicht will, dass jemand jeweils gleich als Schlampe beleidigt und dann irgendwie Gerüchte über die verbreitet. Und lasst euch davon nicht verunsichern. Ihr entscheidet, was ihr machen wollt und kein anderer. Ihr seid niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig und ihr seid es auch keinem Mann schuld, mit ihm zu schlafen, auch nicht eurem Partner. Ja, so viel dazu. Bitte legt es nicht alles, was ich gesagt habe, komplett auf die Goldwaage, weil ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit meinen Gedanken und so, aber ich glaube, es war sehr deutlich, welche Botschaft ich rüberbringen wollte. Ob ihr gerne Sex habt oder nicht, es liegt nur in eurer Hand, nur ihr könnt es bestimmen. Lasst euch davon niemandem irgendwie beeinflussen und ein schlechtes Gefühl für machen. Keine Frau oder kein Mann sollte sich wertloser fühlen, weil er eben gerne viel Sex hat oder eben nicht gerne Sex haben möchte. Ja, so viel dazu. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht dem einen oder anderen kleinen Denkanstoß gegeben. Und ja, ansonsten, ich glaube, es war wieder sehr lang geworden. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber es ist eben auch für mich ein sehr emotionales und wichtiges Thema, weil ich eben auch schon so früh davon so betroffen war und weil es mich halt damals auch so beeinflusst hat und ich mich auch so schlecht gefühlt habe. Ja, das war es auch schon. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht in die Kommentare schreibt, ob ihr es auch schon mal so empfunden habt, dass es Normalität für euch ist, dass ihr belästigt werdet oder dass es Normalität für euch ist, dass ihr zum Beispiel keinen kurzen Rock anzieht, wenn ihr abends allein nach Hause geht, weil ihr dann Angst habt oder so. Schreibt es mir auch sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal Slutshaming erlebt habt. Mich würden eure Geschichten wirklich sehr interessieren. Ich habe jetzt auch was von mir erzählt und ja. Wenn ihr mich abonniert, könnt ihr mich sehr unterstützen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.